Ist die Harmonie im Mundbereich durch eine Kieferanomalie gestört, hat dies Auswirkungen auf die Körperhaltung des Kindes. Wird dies frühzeitig erkannt, kann eine entsprechende Therapie Zähne und Kiefer in die richtige Balance bringen. In Frankfurt-Höchst hat sich die Praxis Dr. Beili und Kollegen mit dem Frühbehandlungssystem Smiley diesem Problem angenommen. Mit 50 Jahren Erfahrung können wir den richtigen Zeitpunkt für eine kieferorthopädische Behandlung, das heißt eine Spange, sehr genau bestimmen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass die Eltern mit ihren Kindern schon ab dem 3. Lebensjahr zu uns zu einer Beratung kommen. Häufig kommen die jungen Patienten dann, wenn es bereits Probleme gibt und eine kieferorthopädische Behandlung mit Spangen oder Brackets notwendig ist. Dabei hätte man schon viel früher eine Fehlentwicklung feststellen und entsprechend handeln können. Nur wenige wissen, dass die Muskulatur der Zunge und Lippen einen wesentlichen Einfluss auf unsere Zahnstellung hat. Die meisten Zahnfehlstellungen sind durch ein falsches Schlucken, offene Mundhaltung oder durch Lippenbeißen geprägt. Wir helfen, diese Fehlstellung rechtzeitig zu erkennen. Durch ein gezieltes Training, spezielle Trainingsgeräte, können wir Zahnfehlstellung korrigieren und ein nachhaltiges Ergebnis durch die Veränderung der Zungen- und Lippenfunktion schaffen. So, hallo Leo, dann geht's dann heute los mit deiner Smiley-Frühbehandlung. Dafür haben wir schon mal für dich diesen Funktionstrainer ausgesucht. Der hilft uns dabei, deine Zahnfehlstellung zu korrigieren und die Zungenposition zu korrigieren und den Lippenschluss hinzubekommen, damit du immer, wenn du den Trainer im Mund hast, die Lippen aufschließt. Den trägst du dann eine Stunde am Tag und die ganze Nacht am besten. Und in 4 Wochen sehen wir uns dann wieder und schauen uns hier im Vergleich zu den Anfangsbildern an, was sich bis dahin getan hat, und nehmen dann noch ein paar funktionelle Übungen zur Unterstützung für zu Hause dazu. Zusätzlich zum Funktionstrainer lernen die jungen Patienten mit funktionellen Übungen ganzheitlich ihre Gesundheit zu fördern. So, ihr Lieben, ihr seid heute da, damit wir ein paar Übungen machen. So wie sitze ich richtig, wie atme ich richtig, wo gehört denn eigentlich meine Zunge hin und wie viel Kraft haben denn eigentlich meine Lippen? Wir fangen jetzt damit an, wie sitze ich richtig, und zwar, wie die Velvet jetzt hier sitzt, ist relativ krumm. So, wir möchten ja alles weg gerade sitzen, also Velvet, einmal Rücken gerade, Schulter nach hinten, Beine schön auf dem Boden, genau mit den Füßen, Rücken gerade. Der menschliche Körper ist der Tempel, in dem wir ein Leben lang wohnen. Jeder Stein baut auf einen anderen auf. Sitzt ein Stein nicht optimal, müssen alle anderen es ausgleichen. Daher liegt unser Fokus nicht allein auf der Vermeidung von Zahn- und Kieferfehlstellungen, sondern dem ganzen Kind. Wir schauen auf die richtige Atmung, eine stabile Körperhaltung und schöne Gesichtsentwicklung. Dazu arbeiten wir interdisziplinär mit qualifizierten Ärzten und Therapeuten zusammen, um dem Kind die beste Behandlung anbieten zu können und einen optimalen Start ins Leben. Mit einem schönen Lächeln, einem gesunden Körper und viel Selbstbewusstsein. Da oben hin musst du mit der Zunge hin. Sehr gut. Schließen, den Mund schließen, Zunge am Gaumen lassen und durch die Nase atmen. In den meisten Fällen ist die Umbaubereitschaft des Milchzahngebisses auf diese Maßnahmen so gut, dass das therapeutische Ziel schnell erreicht wird und langwierige Behandlungen im Jugend- und Erwachsenenalter vermieden werden könnten.